Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Shovel Knight. Im letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und übrigens, was ich nicht angekündigt habe, ich habe den ersten Part noch nicht hochgeladen, das werde ich da einfach noch davor schneiden. Das heißt, ihr wisst es wahrscheinlich schon. Ich will es nur noch mal kurz sagen, manchmal sieht es so aus, als, weil ich das Ganze hier in 30 Frames hochlade, also 30 Bilder pro Sekunde, und das Spiel halt in deutlich mehr läuft und manche Animationen auch deutlich mehr, Frames halt erfordern. Wenn zum Beispiel, wenn man getroffen wird, dann flackern in vielen Spielen ja Charaktere. Tun sie hier in dem Spiel auch. Ich habe jetzt erst beim Schneiden gesehen, dass es manche Charaktere, dass es für euch Zuschauer und auch in den Aufnahmen, dass es so aussieht, als würde, entweder sieht man einfach nur ein Standbild, anstatt, dass etwas flackert, meistens unser Held, oder ihr seht halt gar nichts. Und das tut mir leid, aber kann ich nichts dran ändern. Ich müsste es in 60 FPS hochladen, damit es geht. Und das würde die Dateien doppelt so groß machen. Und ich denke nicht, dass sich dieser Aufwand irgendwie, dass der gerechtfertigt wäre. Von daher, ja, das war's erstmal. Waren wir hier schon drin? Armor Outpost? Ja, waren wir. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zur Mole Knight in der Lost City, in der verlorenen Stadt, zum Maulwurfsritter. Ohne Umschweife, quasi. Sharpen die, by Shovel. Ja, wir sollen unsere Schaufel schärfen und... Au! Oh, okay, ich merk's. Ein feuriger Gegner. Das sieht nach einem Geheimnis aus. Okay, ich hole mir erstmal die Schatztruhe, weil da kommt man vielleicht irgendwann nicht mehr hin. Dann schaufel ich mir, oder schaufel, dann angle ich mir hier dieses kleine, hoffentlich Trupelfischchen. Nein, falsche Taste, oh ne, doch nicht. Wait, don't eat me, bla bla bla. Was kriege ich da für einen schönen Trank? A Fortune, ja, wieder das hier. Ey, komm, den aktiviere ich direkt, weil... Guck mal, da muss ich hier nicht mal gegen den Gegner kämpfen. Aber ich will es trotzdem. Hahaha. Wow, das war knapp. Ist auch egal. Hallo, kleiner Feuer. Okay. Und lass mich raten, wenn er von dem Feuer getroffen wird, der normale Slime, dann wird er auch zu einem Feuerslime. Hey, was bist du denn? Ich vermute, euch kann man nur von hinten treffen. Ja, okay. Sollte ja nicht allzu schwierig werden. Na komm, fall runter. Okay, die Lava da rechts will nicht runterfallen. Kann man hier vielleicht... Nee. Okay, hier kann man... Die soll man rechts wahrscheinlich auch weiter. Ich hole mir erstmal die Schätze. Denn wir haben ja jetzt ein konkretes Ziel. Wir wollen uns diese Rüstung kaufen, diese eine. Also ich will das. Ob ihr das wollt, ist mir eigentlich egal. Boah, ich bin so gemein. Ich bin voll nicht der gute kommerzielle YouTuber. Da müsste ich doch behaupten, ihr seid alle meine Freunde und wir sind alle die besten Kumpels und eure Meinung ist wichtiger als die meinige. Nö. Okay, man kann hier auch einfach drauf hüpfen. Man muss da nicht diesen Schaufelsprung machen. Das wollte ich wissen. Ich weiß nicht, ob ich nur aufs Grüne rauf kann. Ich halte mich erstmal nur ans Grüne. Nein! Dieser ekelhafte Blaue, ich weiß nicht mal, was das ist. Der hat mich runtergeschubst. Boah, ich boxe den um. Der wird so heftig umgeboxt. Ja, du auch. So, mal sehen, wenn der Slime getroffen wird, ja, dann wird er zum Feuerslime. Dachte ich es mir doch. So. Ja, du da rechts willst ja eh nicht. Na komm her, du Feuer, du blauer Vogel. So kriegt man die halt am besten fertig gemacht, tatsächlich. So, ich gehe jetzt hier einfach runter. Ich werde den blauen Vogel nicht befreien.
Kann ich hier vorne hin? Ja, okay. Du kannst mich mal... Au! Das Feuer habe ich fast nicht gesehen. Okay, das wird jetzt eine Glanzleistung oder eine schwierige Sache werden, die allein zu sammeln, oder? Moment. Nein! Fuck! Fuck! Ah, ich liebe solche Spiele. Also, ich mag auch Mega Man. Ob man es mir glaubt oder nicht, ich mag Mega Man. Auch wenn es ein Dreckskakuren so ein Spiel ist. Ich mag es. Ja, renn in die Lava. Auch eine Möglichkeit. Hier kriegt man immer wieder ein bisschen Gold. Kann das sein? Das heißt, theoretisch machen wir doch Gewinn. Sogar. Ich bleib erstmal hier vorne. Du kannst nicht mal, du Vogel. Im Ernst. Du bist so ein Drecksviech. Moment, ich rüste mal das hier aus, dann kann ich mich unverwundbar machen. Ja, okay, ich werde getroffen. Getroffen werden ist voll okay. So. Okay, 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 ich hab's. Halt, halt, hier ist noch was. Das sehe ich doch. Ah, okay, ich dachte auch, der riesige Käfer, warum auch immer das ein fetter Käfer ist, geht da jetzt in der Lava unter. Aber nee, wir haben da genug Zeit, uns das Geheimnis zu schnappen. Wow. Heilige Scheiße. Heilige. Okay. Spielt er gerade die ganze Zeit da immer so ein bisschen Luftgitarre mit dem Teil? Okay, er hält nicht viel aus. Ich habe sein Angriffsmuster noch nicht ganz durchschaut, aber der wird hier wahrscheinlich gleich nochmal eh kommen. Kann man diese Brücken kaputt machen? Nö. Von daher ist das egal. Wow. Du scheiß Drecksviech. Und da sind brennende Fische. Warum auch nicht? Ich meine, die Frage, warum, kann man auch stellen, aber das warum auch nicht, ist, glaube ich, den Entwicklern da mehr im Kopf rumgeschwebt. Ah, und die kann man auch kaputt hauen. Was bist du denn jetzt wieder für einer? Ja, verzieh dich. So, das Gold nehme ich mir auch noch mit. Die 20 Goldstücke da, die habe ich mir ordentlich verdient. Hä? Okay, Kettenreaktionszeug. Ja, komm, spring da rein. So, aber da gehen wir erstmal oben lang, denn da wird es sicherlich ein Geheimnis geben. Hahaha, Witzbolde. Okay, ich warte noch eine Runde. Oh Gott, ganz viele jetzt, oder was? Heilige! Das erinnert mich an DuckTales, also wirklich sehr diese Passagen, wo man auf Gegnern rumhüpfen muss. Ah, das war knapp. Nein! 1600 Gold. Ich weiß, bin mir gerade unsicher, ob man da noch ankommt. Okay, jetzt können die auch noch darüber hüpfen, oder was? Ja, um dich kümmere ich mich gleich, du kleiner Pferdemann. Ha. Was? Ja, okay, jetzt ist eh... Ne, ich gehe da nicht nochmal rein. Ich habe jetzt Gold da verloren. Jetzt kannst du mich mal. So. Ah, okay, hier gibt es wenigstens was zu essen drunter. Brauchte ich zwar gerade nicht, aber hey. Okay, ich verstehe. Ja, ganz simpel. Und das ganze Gold nehme ich auch noch mit. Ich bin ja voll der Übertreiber. Der Pro-Spieler bin ich. Haha. Siehst du Angst? Ich lach dir ins Gesicht. Hahaha. Was? Ach, das ist Gelee. Ich hatte gerade voll die Panik. Cool. Und hier ist Chester drin, richtig?
Hallo Chester! Ja, was hast du Schönes anzubieten? Dust Knuckles, Dash Through Dirt and Foes Alike. Okay, will ich haben. Ich glaube, das war auch das Item, das ich mal angesprochen hatte. Dust Knuckles, Press RT, Dash Through Dirt and Foes Alike. Probables with each punch. Ja, man kann damit durch Gegner und das halt gleichermaßen durchpunchen. Einfach so sieht's halt so aus, aber... Ah, man muss es immer wieder drücken, okay. Und kostet immer wieder 2 Mana. Naja gut, wir haben es ja. Nein, ich dachte, der kleine Typi bleibt da weiter links. Es ist halt auch gar nicht so einfach. Es ist nicht so, dass man automatisch durchgedasht wird. So. Wow, das könnte schwierig werden. Nein! Man muss halt die Taste wirklich in einem Rhythmus drücken. Das ist gar nicht einfach. Echt nicht einfach. Wirklich nicht. Finde ich. Ist bestimmt darauf ausgelegt, total einfach zu sein. Ich bin jetzt einfach zu beschränkt. Aber da gehen wir nochmal hin. Okay. Nicht in Gegner reinmachen, die einen Hit überleben. Merken. Wow. Nein! Das war so dumm. Wow, ich habe noch nie sowas Dummes gemacht. Auf einer Plattform, die sich selbst einfach zerstört, mittendrin. Ja, nee. Brauche ich kein, auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Wir gehen jetzt einfach. Ich habe jetzt halt den Drang, diese RT-Taste zu drücken, weil ich ein neues RT-Item habe. Das ist total schrecklich. Ich will die ganze Zeit so hier einfach mal drauf drücken. Na, wenigstens euch kriege ich wieder. War da sonst noch was? Ja, da ist noch eine Schatztruhe. Mein schönes Gold, das da mal lag, ist da natürlich nicht mehr, aber hey. Oh. Ach, hier kommt man von unten gar nicht ran. Hallo, Chester. Man muss die Taste halt einfach hämmern. Damit das klappt. Und das werde ich jetzt noch ausprobieren, denn ich muss das eh irgendwann können. Nein! Irgendwie... Manchmal schaffe ich es, die Taste anscheinend nicht zu hämmern. Oder laut meinem Spiel. Aber ich hämmer die eigentlich. Wir gehen da jetzt nicht nochmal rein. Ich weiß, es nervt und langweilt bestimmt. Und ich habe gerade auch nicht mehr den Anspruch da irgendwie, das zu schaffen. Das ist jetzt okay. Ich schaffe die Stelle anscheinend nicht. Was soll's. Wir wollen weiterkommen. Ich zumindest. Nein! Okay, das war fies. Ja, wir verlieren jetzt auch immer weniger Gold, wie ihr sehen könnt. Wir haben ja nicht mal mehr 100 Gold pro Sack. Da waren mal pro Sack 1000 drin. Damals. Früher war alles besser. Oh nein. Ich weiß auch nicht, warum ich den da immer zerstöre. Ist auch total riskant, aber hey. Ich lasse mich jetzt einfach von euch treffen, ist mir egal. Oh, der hat mich fast runtergeschubst. So, jetzt bin ich beim Gilly. Und hier ist der scheiß Checkpoint, den ich nicht eingesammelt habe. Ist auch ganz schön blöd von mir. Okay, da kann man erst von der anderen Seite angeln, denn ansonsten fällt man ja runter. Oder ist die ganze Zeit am Hüpfen. Angel! Yay, wenigstens etwas an Entschädigung. Hä? Ah, okay, das sind einmal Hüpfblöcke quasi. Ach, verdammt. Okay, und die kann ich auch rumschubsen. Ich verstehe das alles. Das ist total logisch alles. Und damit kann ich Lava... ist das temporär oder ist das jetzt... für immer? Ah nein, es ist temporär, okay. Wie geil. Ich denke mal, wenn er jetzt da ist. Genau.
Aber ich will auch noch daran. Nein, fuck, fuck. Komm her. Komm, Plattform. Nein! Ja, Lava tötet einen trotz Unverwundbarkeit. Wie dumm bin ich denn? Ich hab den in der Luft erwischt, wow. Das war wenigstens ein ansehnlicher Tod. Also der sah wirklich unglaublich gut aus. Wirklich unglaublich gut. Und damit kann ich die Lava-Gegner wieder zu normalen machen. Okay, wie cool. Okay, die Mechanik gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Das muss man einfach sagen. Das ist ja unfair, das nicht zu sagen. Okay, okay. Ups. Und jetzt hier. Nein! Das schafft man natürlich nicht. Ah, es wird knackig, aber ich finde das mit den Checkpoints ist so gut geregelt, da werde ich... Ich glaube nicht, dass ich hier die Lust dran verlieren werde. Weil es einfach... Nee, ich kann es auch, wenn ich richtig scheiße bin, schaffen. Wisst ihr? Das ist da so der Gedanke, der mich irgendwie motiviert. Ist eigentlich total traurig, oder? Wow. Nein, du musst nochmal zurückkommen. Ey, komm zurück. Ah. Okay, okay, okay. Nein. Halt, stopp. Okay. Was passiert, wenn man noch so einen darauf macht? Genau. Okay. Erstmal Edelsteine holen. Ich finde es sehr, sehr gut gemacht, wie sie einem Dinge zeigen und beibringen. So dieses richtig, richtig schön Subtile. Da kommt man sich so unglaublich undumm vor. Also man kommt sich einfach klug vor. Und dann auch noch in der Luft, okay. Das war zu schaffen, okay. Und Edelsteine für mich. Ich werde hier nicht gegen dich kämpfen, tut mir leid. Du kannst sterben gehen. Was? So, egal. Toll. Nein, Checkpoint erst einsammeln. Ich wollte ihn da oben eigentlich besiegen und da war auch eine Essensplatte und bestimmt noch viel anderes tolles Zeug, aber habe ich jetzt nicht hinbekommen. Ich krieg's nicht hin. Ich schaff's nicht, diese Taste. Hört! Ich schaff's nicht, die im geforderten Rhythmus zu drücken. Moment. Das kann man ja auch anders machen. Und dann kriegt man auch sein ganzes Gold wieder. Das könnte man hier unten auch machen, aber ich würde das... Nein! Man muss es beim Rückweg so machen. Moment, ich muss mal kurz irgendwas auswählen, was... Ah ne, das frisst ja alles mein Mana. Einfach nichts auswählen und probieren. Okay, ich muss jetzt gerade die Taste einfach ganz schnell drücken. Es ist halt bei mir auf... Ich hab's halt auf eine Schultertaste gelegt. Eigentlich ist es auf dem RB, also auf dem Knopf da oben. Das ist deutlich besser für sowas. Ich weiß halt nicht immer genau, wann das als Drücken zählt. Was? Ich hab sie ge... Nee, ich muss die Taste umbelegen. Wollen wir es live machen? Ja, komm, das machen wir live. Options, Controls, Edit Controller, Edit Singer, also eine Taste. Okay. Resümee. Jetzt habe ich es auf die andere Taste geklickt, an die ich deutlich schlechter rankomme vom Greifen her, aber... Ja. Es funktioniert direkt. Okay, ja. Okay, an diese eine komme ich nicht mehr ran. Immerhin. Gut, wieder was gelernt. Ich werde jetzt aber erstmal den hier ausrüsten. Aber da muss ich so schlecht greifen, das ist total doof.
Egal. Wir schaffen das. Das Spiel ist zu schaffen. Habe ich das Gefühl. Nein. Okay, okay. So wenig wie möglich. Nein, haut ab, ihr blauen Dinger. Okay, okay. Es ist... Also blauen Dinger. Habe ich grün gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Diese kleinen Fische. Die sind auf jeden Fall mein größtes Problem. Das war ja recht eindeutig. Ist hier noch was? Nein. Hier soll ich wahrscheinlich auch durchdashen, aber das mache ich nicht. Dafür verschwende ich jetzt kein Mana, auch wenn es hier überall aufgefüllt wird. Egal. Okay. You're out of your adept, Spelunker. Are you lost? Ja, er meint, dass es hier auf jeden Fall nicht unser Gebiet ist, dass wir hier gar nicht hingehören. These Serenes belong to the ages, Mole Knight. Und er meinte, meinen wir halt, diese Ruinen hier, die gehören den Gezeiten, nein, nicht Gezeiten, den, die gehören nur der Zeit halt einfach. Den, ich kann's nicht so gut übersetzen. Mole Knight heißt er, okay. They are mine now, but more importantly is that your digging implement. More importantly is that your digging implement. Er meint, das sind ja seine Ruinen hier, aber was viel witziger ist, viel wichtiger ist, Entschuldigung, aber er macht aus dem Witz, was viel wichtiger ist, ist, ob das hier unser Grabinstrument ist, mit dem wir ihn hier angreifen wollen, da lacht er uns aus. I'm astonished you made it 10 feet down with that rusty trinket. Ja, und das lacht er uns aus, weil er meint, damit schaffen sie nicht mal 10, sagen wir einfach Meter. 10 Feet sind nicht genau 10 Meter, aber sagen wir einfach Meter. Wir schaffen, er wundert sich, dass wir es überhaupt geschafft haben, 10 Meter damit zu graben. I will bury you. Jetzt meint er, er wird uns begraben. Krasses Wortspiel. Hä? Er ist ja so kreativ bei seinen Attacken. Ich bin auf dir drauf, Alter. Da bringt dir das nicht viel. Okay, man sieht hier an der Farbe, wo der Richtige rauskommen wird. Ah! Jetzt habe ich die falsche Taste die ganze Zeit gedrückt für meine Attacke. Weil ich sie jetzt hier umgelegt habe. Okay, und das sollte gleich geschafft sein. Ja! Da ist er besiegt. Das war gar nicht schwer. Und da wird er hinfortgetragen von seinen kleinen Maulwürfen. Lassen wir ihn von dannen ziehen. Wir haben den Sieg errungen. Und der Part ist viel zu lang. Sehe ich auch gerade. Braucht ihr mir nicht sagen. Wir kriegen einen neuen Lebenscontainer. Juhu. Also ein Meal-Ticket und daraus können wir einen Lebenscontainer machen. Träumen wir jetzt diesmal? Ja, diesmal träumen wir wieder. Wir können versuchen, unsere Shield Knight zu fangen. Diesmal werde ich mir mehr Mühe geben. Wir haben sie beim letzten Mal ja nicht erwischt. Ich frage mich, ob das hier auch irgendwie total... Oh nein, die schrecklichen Gegner, die es gibt. Ob das total auch noch die Bedeutung hat. Ich versuche in der Mitte zu bleiben, weil aus der Mitte heraus kann man immer am meisten... Hat man die höchste Wahrscheinlichkeit, einfach sie zu kriegen. Warte. Ja. Meine Gier hätte mich fast wieder übermannt, aber wir haben es geschafft. Dafür kriegen wir hier noch ein bisschen Gold. Und, habe ich recht gehabt? Ja, wir kriegen ein Meal-Ticket und können uns davon wieder einen Lebenscontainer holen. Oder dafür. Der nächste Ritter ist besiegt und die Nebelschwaden ziehen wieder hinfort. Und da sind neue Gegner auf der Karte. Den möchte ich gerade noch nicht begegnen. Ich gehe jetzt erstmal ins Dorf. Gebe ein paar Musiknoten ab und hol mir, was mir zusteht. Ja, da freut er sich. Yay. Und wir können uns dann die neue Rüstung kaufen, glaube ich. Nachdem wir uns hier das Lebensupgrade geholt haben. Also ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ich die ganzen Dialoge überspringe. Die haben wir jetzt ja schon einige Male gehört. Was ich cool finde, ist, dass es hier immer wieder neues... was Neues zu essen gibt. Achso, warum gehe ich eigentlich hier hin? Hier kriege ich meine Rüstung ja nicht. Was ist das? What the fuck? Ich krieg ein Musikstück und was? Wer bist du? If I adjust the trajectory, I should be able to target a village. I simply adore ballistic physics. Ja, er meint, wenn er die Balliste hier richtig einstellt, dann
wird er wohl, ins Dorf kommen. Ach, das ist eine Schnellreisefunktion zwischen Armor-Teil und Dorf. Geil! Und dann kann ich direkt, hier wollte ich ja eh hin. Kann ich mir meine Rüstung holen? Oder, nee, hier kriege ich die Sachen. Ich will erstmal eine Rüstung. Rüstung ist, glaube ich, viel geiler. Die wollte ich haben, oder? Perform Toast, mal sehen, was waren die anderen? Nein. Nö. Kann ich, wenn ich die gekauft habe, auch hin und her wechseln? Jetzt verstehe ich, was es bringt. Okay, wenn wir von Gegnern getroffen werden, haben wir keinen Rückstoß. Also, die stoßen uns nicht zurück. Aber anhalten ist wohl schwieriger. Oh, das klingt so verlockend. Aber das mit dem Anhalten, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ich kauf sie. Und ich vermute, jetzt kann ich hin und her wechseln zwischen denen. Okay, das Anhalten ist jetzt irgendwie... Fühlt sich jetzt nicht schwieriger an. Oder? Mal sehen, kann ich da jetzt wechseln? Ich kann ja jetzt wechseln. Mal sehen, dann probiere ich es mal damit aus, einfach zu laufen. Okay, doch, ist ein bisschen... Aber ich finde, das ist noch total gut zu handeln, wenn man sich erstmal dran gewöhnt. Und wenn ich wirklich keinen Rückstoß erfahre durch Gegner, dann ist das ja richtig geil. Wie viel Gold habe ich noch? Nee, reicht nicht fürs andere Upgrade. Dann würde ich sagen, jetzt ist der Part eh schon so lang. Ach, jetzt hätte ich eigentlich auch das Katapult nehmen können. Denn ich will nochmal ins Dorf und die andere Musiknote, die ich da gefunden habe, abgeben. Oh Mann, sind wir cool. Hallo. Also ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Es ist ein bisschen anders vom Verhalten hier. Dieser Armor, aber wenn ich, also diese Rüstung, aber wenn ich wirklich keinen Rückstoß von Gegnern kriege, dann wäre ich richtig, richtig glücklich. Naja, damit sage ich Tschüss von Shovel Knight für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Vogel. Tschüss.